Ich bin Meral Esen. Als Ärztin und Wissenschaftlerin forsche ich seit vielen Jahren an Impfungen gegen Infektionskrankheiten. Seit 2020 bin ich aktiv bei der GLORA, der German Alliance for Global Health Research, ein innovatives Netzwerk zur Erforschung von globaler Gesundheit. Dort sind viele tolle und interessante Forschende versammelt. Ihr gemeinsamer Fokus? Globale Gesundheit. Einige von ihnen möchte ich Ihnen nun vorstellen. Freuen Sie sich mit mir auf spannende Gespräche mit interessanten Leuten und darauf herauszufinden, wie man die Weltgesundheit verbessern kann. Willkommen bei Meral Meets. Willkommen, Herr Professor Detlef Ganden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Freude ist ganz auf meiner Seite. Mir ist aufgefallen, lieber Herr Ganden, dass Wissenschaft, um Menschen zu vereinen bzw. unter einen Hut zu bringen, zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben. War das Zufall oder war das schon früh ein Ziel von Ihnen? Beides. Also Zufälle sind meistens das Schönste und Beste im Leben. Und wenn es dann erfreuliche Personen sind, dann ist das natürlich was ganz besonders Bereicherndes im Leben. Also Zufall, ja, immer und offen sein für neue Leute. Aber wenn man Ziele hat, dann muss man natürlich auch Leute zusammenbringen hinter einem gemeinsamen Ziel. Das heißt, beides gehört eigentlich zusammen. Ja, und das haben Sie getan und ich hatte auch schon mir im Vorfeld auch ein paar Interviews auch von Ihnen angehört und geschaut und fand das total beeindruckend, wie Sie so die Anfangszeit im Max-Delbrück-Zentrum berichtet haben, dass Sie da eben auch abends mit den Menschen zusammengesessen sind, ja, teilweise privat, aber da sehr viel diskutiert haben und auch sehr, sehr viel erreicht haben. Und heute ist das Max-Delbrück-Zentrum ja ein wunderbares Werk und Institution, die wirklich weltweit Wissenschaftler von weltweit vereint. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Zudem haben Sie also 2009 den World Health Summit ins Leben gerufen. Hier geht es ja um globale Gesundheit. Was genau bedeutet globale Gesundheit für Sie? Also zunächst mal, Gesundheit ist mehr als Medizin. Gesundheit ist unglaublich umfassend. Alle Sustainable Development Goals können eigentlich unter dem Aspekt Gesundheit auch gesehen werden, die Nachhaltigkeitsziele, nicht? Also Klima wird so wahnsinnig viel jetzt drüber gesprochen. Aber warum ist Klima so wichtig? Weil Klimaveränderungen die gesamte Natur, Pflanzen, Tiere, aber auch Menschen natürlich maßgeblich beeinflussen. Es geht immer irgendwie um den Menschen. Education, healthy cities, Peace and Justice, jetzt gerade besonders aktuell natürlich, nicht? Krieg und Frieden, Partnerschaft für die Ziele, das war Ihre erste Frage. Das heißt, die Nachhaltigkeitsziele sind eigentlich ja Ziele, um den Globus, unseren Planeten, Erde lebenswert zu erhalten. Und insofern ist Gesundheit dieser breite Bereich und das ist globale Gesundheit. Gesundheit eben global denken in unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlichen Klimazonen. Das ist globale Gesundheit. Ja, das wurde ja auch die GLORA, also die German Alliance for Global Health Research, gebildet. Und da sind Sie ja auch im Lenkungskomitee tätig, genauso wie ich. Und was hat das für eine Bedeutung für Deutschland? Also ist es so ein richtiger Schritt in die richtige Richtung? Und ja, was kann das bedeuten? Naja, das war eigentlich das erste Mal, dass GLORA wird ja finanziert vom BMBF, dass Forschungsmittel bereitgestellt werden für eine Zusammenarbeit der Berliner, der Universitäten, nicht der Berliner Universitäten, sondern der deutschen Universitäten, aber auch finanziert wird die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, Projekten, die dem Ziel Verbesserung der Gesundheit, insbesondere in den Ländern, häufig dann der dritten Welt, Entwicklungsländer, voranbringen und Partnerschaften bilden. Die Grundlage muss immer die Wissenschaft sein, natürlich muss auch die Untersuchung sein, wie wirksam ist man mit dem, was man macht. Nur Albert Schweitzer, Gutes tun, ist gut auch, aber wir wollen auch wirksam sein, natürlich mit dem begrenzten Geld und den begrenzten Ressourcen, die wir haben. Und dieser wissenschaftliche Zugang, das ist, glaube ich, der große Vorteil von GLORA. Und in dieser kurzen Zeit, in der GLORA existiert, sehe ich mit großer Freude, wie zwischen Tübingen und Berlin, aber auch allen anderen Universitäten eine ganz enge Zusammenarbeit existiert zwischen unterschiedlichen Fakultäten auch.
die es so in dieser Form vorher nicht gegeben hat. Ein tolles Projekt. Also Sie haben ja nach der Schule die Ausbildung gemacht zum landwirtschaftlichen Gehilfen. Und da würde mich mal interessieren, war das ein Berufswunsch oder wussten Sie schon, dass Sie irgendwann mal Medizin studieren und war das ein Übergang oder wie ist das entstanden? Nein, ich komme aus einem Juristenhaushalt, also ein gut bürgerliches Bildungshaushalt mit 4 Geschwistern. Wir haben Musik gemacht, ich habe Geige gespielt und Flöte gespielt und Hausmusik. Und abends um den Abendbrotstisch musste jeder berichten, was er so macht in der Schule. Und irgendwie habe ich da revoltiert. Ich war damals 14, 15 Jahre alt und irgendwie passte mir das nicht so richtig. Das war die Nachkriegszeit und es war so ein bisschen auch Fortführung alter Traditionen und ich wollte da raus. Und dann hatte ich die große Chance. Ich habe sowohl mütterlicherseits wie väterlicherseits kommen wir aus der Gegend von Bremen und Bremerhaven, aber von Bauernhöfen. Und dann hat ein Onkel einen Hof, der Erbe war gestorben. Und dann hat er mich gefragt, wir haben die Ferien immer da verbracht, willst du nicht Bauer werden, übernimm den Hof. Und das fand ich super. Ja, endlich das, was ich sonst in den Ferien machte, konnte ich jetzt als gewissermaßen Beruf mit einem Hof im Hintergrund machen. Ich fand das eine großartige Idee. Dann habe ich aber gemerkt, das war 57 bis 59, das war wirklich noch deutsche Landwirtschaft mit Pferden vor dem Pflug und vor dem Wagen. Das war wirklich harte Arbeit und darauf war ich irgendwie nicht so richtig vorbereitet. Und dann merkte ich schon ziemlich bald, dass ich, die Bauerei alleine nicht das war, was ich mein ganzes Leben lang machen wollte. Dann bin ich aber auf einen Lehrhof gegangen und habe eine richtige Lehre gemacht. Das war die beste Prüfung, die ich je gemacht habe. Und dann bin ich wieder zur Schule gegangen und dann in Bremen zur Schule. Und der Abgang mit mittlerer Reife, mit 15 Jahren, war gerade so mit 3 und 4 und 5 im Zeugnis, dass ich gerade so versetzt wurde. Und dann ging ich zur Schule wieder auf eine gute Schule, ein Gymnasium in Bremen. Und erstaunlicherweise habe ich da besser angefangen mit den Noten, als ich früher aufgehört hatte, obgleich ich in diesen 2 Jahren Landwirtschaft wirklich keine Schularbeiten gemacht hatte, nichts für die Schule gelernt hatte. Und das hat mir gezeigt, Motivation ist alles. Da war ich wirklich motiviert. Ich war auch ein bisschen reifer als meine Schulkameraden für die Schule und wollte wirklich wieder lernen. Und und habe dann mit Freude die Schule gemacht, die 3 Jahre, dann Abitur gemacht und dann das Studium. Ja, also tolles Beispiel und auch, finde ich jetzt ganz wichtig, auch als Motivation für viele Personen und Menschen, die einfach vielleicht im Moment das nicht schaffen, aber dass es immer einen Zeitpunkt gibt, wo man vielleicht einfach alles ändern kann und einfach auch so seinen Neigungen dann nachgehen kann und immer alles erreichen kann auch. Also wirklich sehr schön. Ja, und wie sind Sie denn auf die Medizin gekommen? Ja, also es war nicht so, dass ich so Albert Schweitzer ähnlich sagte, ich will jetzt richtig was Gutes tun für die Menschen. War es natürlich auch. Also ich war motiviert, jetzt durch Abitur und Schule dann was Wichtiges zu tun auch und nicht nur hinter den Pferden herlaufen und in den Acker zu pflügen. Aber dann war auf dem Lande, das war eben richtiges noch Dorf, da hatte der Dorfarzt eine ganz wichtige Rolle. Ja, der kam noch ins Haus und machte Hausbesuche. Und wenn jemand schwer krank war, da kam der Arzt und hatte man Vertrauen. Und meistens hat er dann auch helfen können. Und das Gleiche galt für Tiere. Und insofern war der ärztliche Beruf, das waren natürlich hoch angesehene Berufe, die wirklich helfen konnten. Und diese Verbindung von Natur und Bodenständigkeit und Hilfe, aber eine ganz persönliche Hilfe auch, das hat mich fasziniert und Jura wollte ich nicht machen, weil ich gewissermaßen dem juristischen Haushalt entflohen war und meine Brüder auch alle Juristen geworden sind. Und dann dachte ich, jetzt machst du mal was Originelles und was richtig Gutes und das war dann Medizin. Also die Naturverbundenheit und Interesse auch am Menschen, an Tieren und das war's dann. Und dann, es war schon auch eine naturwissenschaftliche Orientierung, die mich dann in dieses Studium gebracht hat. Und Sie sind ja auch Facharzt für Pharmakologie und Ihr Schwerpunktthema ist Bluthochdruck oder Kreislauf, Blutkreislaufsystem oder Herz-Kreislauf-System. Wie sind Sie dann auf dieses Thema gekommen?
Ja, das war ein bisschen, wie vieles in meinem Leben, zufällig. Ich war dann, meine Frau ist ja auch Medizinerin, wir haben dann gemeinsam Examen gemacht in Tübingen, in dem wunderbaren Tübingen. Und da war ein ganz großartiger Arzt, einer der großen Ärzte, Hans Erhard Bock. Der hat die gesamte innere Medizin gemacht, aber ich habe dann dort in der Klinik gearbeitet, hatte das Glück, mit einem Kardiologen und Nephrologen zusammenzuarbeiten. Und dann wollten wir ins Ausland und dann hat er gesagt, ich kenne da ein tolles Institut in Montreal. Ich hatte ja in Frankreich auch studiert und Französisch war so eine Liebe von mir. In Montreal, das ist ja französischsprachig in Kanada, kenne ich ein großartiges Institut, Bluthochdruckforschung, da kann ich dich vermitteln. Also es war gewissermaßen der Kontakt zu einem Mentor an der Uni Tübingen und die Vermittlung an ein großartiges Institut, Dr. Jacques Genet, das war einer der großen klinischen Forscher weltweit für Bluthochdruck mit ganz modernen Methoden. Und da sind wir dann hingefahren, eigentlich mehr aus Neugier und mal aus Deutschland rauszukommen und in ein gutes Wissenschaftsland zu gehen, in dem auch Französisch gesprochen wird, sonst hätte sich Amerika angeboten. Und dadurch ist dann sind wir auf diese Bluthochdruckforschung gekommen, also durch Empfehlung, wenn man so will. Und dann war das zu Anfang erstaunlich, überraschend erfolgreich. Ich habe dann sehr schnell, überraschend schnell gut publiziert. Und dann dachte ich, wenn das alles so einfach geht und alles so schön ist, und mit der Unterstützung natürlich, dann bleibt es dabei. Und so bin ich dann bei der Bluthochdruckforschung gewesen. Wenn es gut läuft, dann macht es einfach Spaß. Ja. Und ist ja auch zumindest in vielen Nationen weltweit eines der wichtigsten Themen, weil da das kommt auch dazu, ja, dass Bluthochdruck eben, und zwar in allen Bevölkerungskreisen, fast 50% der erwachsenen Bevölkerung haben erhöhten Blutdruck. Nicht alle krankhaft hohen Blutdruck, aber es ist eine weit, weit verbreitete Krankheit. Und insofern wirklich medizinisch auch bedeutsam. Und was mich damals schon auch aus der Landwirtschaftszeit noch interessierte, war eben nicht so sehr auch nur die Therapie und die medizinische Versorgung, sondern die Vorbeugung. Sie können nicht 50% der erwachsenen Bevölkerung, das sind im Zweifel Milliarden von Menschen, auf blutdrucksenkende Medikamente setzen. Ja, da würde sich die pharmazeutische Industrie vielleicht freuen, aber das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel muss Vorsorge sein. Und diese Verbindung von intensiver Grundlagenforschung, wie kommt das, dass die Leute hohen Blutdruck haben, aber dann auch Möglichkeiten der Vorsorge gleichzeitig mit der Vermeidung von Krankheit gleichzeitig mit zu erforschen. Das kam dadurch, dass ich aus der Klinik in die Forschung gegangen bin und dann eben dann auch durch meine Mentoren Bock und Jacques Genet dann diese doppelten Aspekte der Klinik, der Vorsorge, der guten Medizin und der guten Forschung miteinander verbunden habe. Ja, gibt es denn auch Projekte, die, sag ich mal, jetzt so Herzensprojekte waren, wo Sie sagen, also das muss jetzt nicht unbedingt erfolgreich gewesen sein oder so, aber wo Sie sagen, ja, das war jetzt so ein Herzensprojekt oder das wollte ich unbedingt mal ausprobieren? Ja. Prävention war immer ein Herzensprojekt und aber Prävention ist, ich habe nie große epidemiologische Studien gemacht, aber andere haben das natürlich gemacht, das habe ich verfolgt. Das waren schon Herzensprojekte, aber ein Herzensprojekt, das gar nicht so sehr auf dieser Schiene liegt. Das war, als ich in Berlin-Buch war. Das war Sie haben das gesagt, eine sehr auch emotional besondere Zeit. Die deutsche Wiedervereinigung, da war keiner vorbereitet. Dann kam so ein junger Mann, ich war damals ja noch relativ jung, 50 Jahre, und kam nach Buch. Und da waren sehr etablierte, sehr gute Forscher in den Akademieinstituten. Und was macht jetzt dieser junge Mann? Und erzählt uns, wie die Zukunft da in dem Institut ablaufen soll. Wir haben viele Gespräche geführt, das stimmt. Aber einer der entscheidenden Punkte war, haben das Institut dann nach Max Delbrück genannt, so wie Sie es gesagt haben, der eine enge Beziehung hatte zu den Pucher-Instituten, hatte früher da gearbeitet, vor dem Krieg, auch berühmte Arbeiten dort gemacht. Und Max Delbrück hatte eine Freundin, Jeanne Mammen, eine Künstlerin. Und dann haben wir die Künstlerin reingeholt nach Buch. Da gab es einen Freundeskreis. Die Jeanne Mammen war schon gestorben, aber die Bilder waren da vom Freundeskreis in ihrem Atelier. Alle gar nicht so öffentlich, weil sie gar nicht so bekannt war. Und dann haben wir Kunst und Wissenschaft zusammengeführt. Und das ist ein wirkliches Herzensprojekt, weil man über diese nonverbale
Kommunikation der Kunst. Ja, die Kreativität der Kunst und die Verbindung von Kunst und Wissenschaft, wie stellt man die Dinge dar und was sagen die Bilder aus? Und das ist die persönliche Beziehung, aber das sind auch die zeitlichen Beziehungen und die Darstellung. Das ist etwas, was ein großes Herzensprojekt ist. Ja, welchen Ratschlag haben Sie bekommen in Ihrem Leben, der besonders wichtig für Ihr Vorankommen war oder für Ihre Karriere wichtig war? Ach, da gab es nicht einen Ratschlag. Ich habe das Glück gehabt, ich bin mit vielen tollen Leuten zusammengekommen und von jedem habe ich halt das abgeguckt, was mich interessiert hat. Ich könnte nicht sagen, dass es einen Ratschlag gab. Ich kann mich entsinnen, als ich im Buch war, darüber haben wir gesprochen, da wollte ich natürlich alles richtig machen. Und da war Genomforschung, das war 90, 91, waren auch viele Sachen, das wie Atomforschung, ja, das ist, wurde in Deutschland noch gar nicht gefördert, weil das gesellschaftlich nicht akzeptiert war. Und haben wir ein Ethikkomitee gemacht, wollten das aber als Grundmethode natürlich entwickeln, weil das auch im Sinne von Max Delbrück war und ich auch natürlich eine persönliche Vorstellung davon hatte. Und dann hatte ich einen weisen Ratgeber. Ich darf den Namen auch nennen, das war Professor Sendler, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, wirklich ein ganz großartiger, erfahrener, weiser Mann. Und ich war damals jung und sagte, ich will da alles richtig machen und wir wollen Rat und gutes Ethikkomitee. Und da hat er seine Hand auf meinen Arm gelegt und hat gesagt, Herr Ganten, versuchen Sie nicht, alles richtig zu machen. Das geht nicht. Sie können nicht alles richtig machen. Versuchen Sie, die größten Probleme offen und transparent zu besprechen und versuchen Sie, Unheil zu vermeiden, so gut Sie können. Dann machen Sie es richtig. Ja? Und versuchen Sie immer, den Dialog zu suchen, insbesondere auch zu denen, die Ihnen widersprechen wollen. Das ist, glaube ich, und das ist eine Zusammenfassung des Rates von einem Lebenden. Der andere Rat ist aus der Philosophie. Ich glaube, man braucht, und das sage ich allen jungen Leuten und alle, die bei mir eine Doktorarbeit gemacht haben oder wissenschaftlich gearbeitet haben, mussten gewissermaßen Karl Popper lesen. The Logic of Scientific Discovery, das war das erste Buch von Karl Popper, in den 20er Jahren geschrieben. Richtig und verkehrt gibt es nicht. Und Wahrheit, weil es gibt zwar Wahrheiten, aber was die Wahrheit ist, weiß man nicht. Und gute Wissenschaft widerlegt immer das Bestehende. Die Bestätigung von Bestehenden bringt keinen Fortschritt, sondern Fortschritt kommt dadurch, dass man Bestehendes in Frage stellt und dann eine neue Hypothese aufstellt. Das schafft einem unglaubliche Freiheiten, weil man wirklich wilde Hypothesen aufstellen kann und dann muss man sie falsifizieren. Wenn sie falsch sind, lässt man sie fallen. Ja? Aber nur so kann man wissenschaftlich Fortschritt voranbringen. Das heißt, sei mutig, stell die kühnsten Hypothesen auf, was immer, diskutiere das offen, ob es richtig ist oder verkehrt ist, weiß keiner und wissen wir im Vorfeld schon gar nicht. Wenn es sinnvoll ist, wenn es eine wichtige Fragestellung ist, dann probieren wir das, dann entwickeln wir die Methoden dafür. Wenn es nicht eine richtige, wichtige Fragestellung ist und wir sie nicht bestätigen können, dann ist das auch eine wichtige Aussage. Das heißt, negative Aussagen in der Forschung sind genauso wichtig wie positive unterstützende Aussagen. Und diese Einstellung zur Forschung, ja, immer kritisch, immer selbstkritisch, große Ideen, keine Angst vor großen Ideen, aber dann immer mit der Bescheidenheit und Demut, ob sie stimmen, das weiß ich nicht. Das prüfen wir mal und das in aller Transparenz und das in aller Offenheit. Das ist, das eine ist die philosophische Grundlage für mich, also Karl Popper, und er war natürlich Kantianer und fußte auf den alten Griechen. Das ist ja eine Reihe von philosophischen Grundeinstellungen. Und der Rat des weisen alten Mannes. überheb dich nicht. Ja, sei bescheiden und demütig in dem, was du wirklich erreichen kannst. Das sind so zwei Grundpfeiler, die ich gerne weitergebe an junge Leute. Mhm. Und würden Sie mit Herrn Popper auch gerne zu Abend essen oder würden Sie sich
Ich habe das große Glück gehabt. Also ich habe ja auch, das haben Sie jetzt nicht angesprochen, aber eines meiner Themen, die ich auch im Rahmen der Bluthochdruckforschung entwickelt habe, ist Evolution. Und alles, was man macht und alles, was man mit Engagement macht, muss emotional gefangen nehmen. Das ist ein altes evolutionäres Prinzip, könnte ich jetzt lange drüber springen. Emotionen sind das Wichtige. Engagement und Emotionen sind das Wichtige. Und da sind es persönliche Begegnungen. Ja, also emotional ist nicht, kann auch sein, wenn man Kant liest, ja, oder die alten Griechen liest, das kann einen auch emotional. Aber viel emotionaler ist, dass man, was man sieht, was man wahrnimmt, was man ansprechen kann, was einen positiv und negativ gefangen nimmt, als Person auch. Das heißt, persönliche Begegnungen sind emotional. Und meine Vorliebe von Karl Popper kommt daher. Ich habe leider nicht mit ihm gespiesen. Das hätte ich gerne gemacht, aber ich habe ihn mehrfach getroffen. Und bei seinem letzten öffentlichen Auftritt hier in Berlin, als er den Friedenspreis der Vereinten Nationen bekommen hat, 1993 im Hörsaal der Schwangeren Auster, dem Haus der Kultur und der Welt, da habe ich mit ihm sprechen können. Und das sind für mich eine emotionale Begegnung gewesen, die ganz entscheidend waren. Und daher rührt auch, denke ich, meine emotionale Bindung an diese Philosophie. Sonst würde ich das vielleicht ein bisschen abstrakter auch erzählen. Gespiesen haben wir nicht. Ja, ich würde ihn aber gerne einladen zum Essen. Ja, Sie haben es jetzt auch schon angesprochen. Sie waren in Frankreich, Sie waren in Marokko, Sie waren in Kanada und also in sehr vielen Ländern unterwegs. Wo haben Sie sich da am wohlsten gefühlt und wo würden Sie vielleicht auch gerne leben? Ich bin ja, hatte das große Glück, ich bin immer mit meiner Frau und mit meiner Familie unterwegs gewesen, meistens. Und Kanada war für uns eine ganz große Zeit. Ja, das war die Zeit, wo wir das erste Mal richtig zusammen waren als Ehepaar, da sind unsere Kinder geboren, die sind Kanadier, da hatte ich meine ersten beruflichen Erfolge. Also Kanada und Montreal ist eine wunderbare Stadt am St. Lawrence River gelegen und am Schluss ging es uns gut und da hatten wir auch eine kleine Insel im St. Lawrence River, das war so ein Wohngebiet, Île des Sœurs, so ein kleines Townhouse, in dem wir gelebt haben, das war eine emotional, familiär und persönlich wunderbare Zeiten mit netten Freunden, die Französisch sprachen, die Englisch sprachen, multikulturell. Es gibt also, wenn wir über Migration und Integration sprechen, Kanada ist das Land, in dem man das lernen kann. Da muss keiner eine Kultur übernehmen, sondern da lebt jeder nach seiner Kultur und alle schätzen sich irgendwie und das Land ist zweisprachig. Also das ist schon eine Stadt, die mich sehr geprägt hat. Bremen finde ich nach wie vor eine wunderbare Stadt, alte Hansestadt, das Künstlerdorf Worpswede dabei ist wunderbar und die flache Landschaft da gefällt mir auch und das Land, die, wenn ich da übers Land gehe, dann kommen mir auch immer noch die Tränen und ich denke an meine Bauernzeit da zurück und meine Großeltern sind da begraben auf einem Dorffriedhof mit einem Feldstein. Das ist auch, da habe ich auch Bindungen hin, aber muss sagen, jetzt bin ich Berliner. Also ich bin jetzt 30, bin nirgendwo so lange gewesen wie in Berlin. Ja, 91 gekommen, jetzt sind wir. Und in Berlin habe ich natürlich ganz besondere Dinge gemacht, Max-Delburg-Zentrum aufgebaut, die Charité geleitet und World Trade Summit und viele andere Dinge und Freunde aus aller Welt hier getroffen. Alle Leute kommen gern nach Berlin. Und wenn wir Deutschland beeinflussen wollen, dann ist Berlin ist jetzt wieder die Hauptstadt, auch unangefochten. Auch wissenschaftlich, München und Heidelberg und Tübingen sind wunderbar niveaumäßig auf gleichem Niveau. Aber die kritische Masse ist in Berlin natürlich größer. Berlin ist aus vielerlei anderen Gründen auch attraktiv für viele, viele junge Leute aus dem Ausland. Und das macht ein quirliges, wissenschaftliches, kreatives, kulturelles Leben. Und das ist mein Berlin. Und ich würde eben wahnsinnig gerne dazu beitragen, dass diese intellektuelle Aktivität, dieses wissenschaftsorientierte, kritische und selbstkritische, aber auch optimistische Weltbild, wir wollen ja Fortschritt in der Wissenschaft, ja, aber was ist Fortschritt? Auch kritisch hinterfragen, was ist Fortschritt? Und diesen Fortschritt eben sehen in den Nachhaltigkeitszielen, ja, das ist Fortschritt der Menschheit, dass die realisiert werden, dass wir die Welt erhalten, gewissermaßen als lebenswerten Planeten, auf dem gesundes Leben in Natur der Pflanzen und der Tiere und der Menschen möglich bleibt. Und das in dieser engagierten, aber auch und multilateralen, friedlich orientierten, partnerschaftlich orientierten,
Gesellschaft zu realisieren. Dazu würde ich gerne beitragen. Dazu trägt übrigens Glora auch bei, ganz wesentlich. Ja, das ist ein wichtiger Teil dieser Aktivitäten, auch dass der BMBF das in dieser Form unterstützt. Und da, glaube ich, können wir viel tun. Und da gibt es auch viel zu tun. Das ist auch keine Aufgabe, die jemals ein wirkliches Ende hat. Aber da kann Deutschland seine Identität finden und da kann Berlin eine ganz, ganz große Rolle spielen. Auch weil es nicht festgelegt ist durch die vielen Brüche, die Berlin in der Geschichte erlebt hat. Wenn Sie an Paris denken oder London denken oder Washington denken, die haben eine kontinuierliche Geschichte. Berlin hat keine kontinuierliche Geschichte. Die Gesellschaften sind komplett umgeworfen worden in 100 Jahren mehrfach, drei, vierfach. Ja? Und das schafft aber auch neue Freiheiten. Und diese Freiheiten intellektuell zu nutzen, in dieser Vielfalt, die wir in Berlin attraktiv anziehen können, das wäre das Ziel. Und da kann Glora, dazu kann die Berlin University Alliance, da können die Berliner Universitäten, aber gemeinsam mit der Politik und mit der Zivilgesellschaft, mit der Kunst und Kultur, die genauso dazugehört, ja, auch die Disco-Landschaft gehört dazu, weil sie einfach Leute anzieht, die normalerweise vielleicht daran, an diesem gesamten kulturellen Umfeld nicht so interessiert werden, aber da mit hineingeführt werden. Das ist, glaube ich, einzigartig in Berlin und das wäre wunderbar, wenn wir da gemeinsam dazu beitragen können. Ja, das schafft ja auch dieses kreative Potenzial, dieses enorme, das dort ist. Und ja, also das würde mich dann eigentlich auch schon zur letzten Frage führen. Und zwar, was steht bei Ihnen als nächstes an? Also gibt es Projekte, über die Sie schon reden können oder möchten? Ja, also ich sage jetzt mal ein Projekt, das so auf der Linie liegt dessen, was wir jetzt besprochen haben. Also ich bin immer neugierig, immer offen für neue Dinge. Aber wir haben eine immer das Ziel gehabt beim World Trade Summit, ein besonderes Event noch zu haben, das den Summit besonders macht. Und es ist zu Anfang richtig kritisiert worden. Also der Kanten ist ja Pharmakologe, der hat sich mit Medikamenten beschäftigt und holt die Wirtschaft da rein. Hat er sich verkauft an die Wirtschaft. Das wird ja immer diskutiert, nicht? Dieses Zusammenführen von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Und Politik ist auch heterogen mit ganz unterschiedlichen Zielen. Zivilgesellschaft auch. Das heißt, das sagt sich so einfach, aber diese Zusammenführung ist schwierig. Und dazu braucht es Beispiele. Und diese Beispiele muss man irgendwie herausheben. Und wir haben lange das Ziel gehabt, so etwas wie einen großen Preis für globale Gesundheit zu haben. Eine Person auszeichnen zu können, so wie der Friedensnobelpreis, ja, oder für Physik oder so. Aber bewusst nicht als Nobelpreis, das wollen wir auch nicht. Und das würde auch das Nobelkomitee nehmen. Aber schon mit diesem Anspruch, eine Person oder eine Gruppe von Personen oder auch eine Organisation füllt dieses Thema globale Gesundheit so aus, dass man darauf gucken kann und sagen, das ist wirklich, ja, Sie haben angegangen, auch, was ist globale Gesundheit? Ja, und ich habe über die Zusammenführung der Disziplinen, dass man einfach vermitteln kann, globale Gesundheit, das ist ein Vorbild. Das wollen wir erreichen und wir haben dazu eine Virchow Foundation for Global Health gegründet. Virchow ist so ein Mann, an dem man hochgucken kann, der beste Wissenschaft gemacht hat, aber auch Medizin als soziale Wissenschaft entwickelt hat, Public and Global Health auch entwickelt hat. Virchow kann den Preis jetzt nicht mehr kriegen, aber ist ein guter Namensgeber dafür. Und so jemanden oder eine Gruppierung, die das versinnbildigt, das wollen wir fördern. Und diese Virchow Foundation for Global Health, die ist jetzt gerade gegründet, ganz neu, aber schon als Foundation, als gemeinnützige Stiftung anerkannt, wird vom Bundestag unterstützt. Der Bundestag, da gibt es einen Ausschuss für globale Gesundheit, der voll dahinter steht und wir haben große Unterstützung dabei. Der muss natürlich auch finanziert werden und der soll am 15. Oktober, also am Samstag vor Beginn des World Trade Summit, der am Sonntag, den 16. beginnt, vergeben werden. Und das ist gewissermaßen das Nahziel, das zu erreichen, das zu einem Ereignis zu machen, dass diese Aufgabe und diese Vorstellung auch erfüllt.
und das dann langfristig abzusichern. Das ist gewissermaßen mein Ziel. Und da gehört irgendwie das, was ich über Berlin gesagt habe, mit hinein. Das in Berlin zu machen und Berlin da als ein Zentrum zu haben, in dem genau diese humanitär orientierten Dinge ein Zentrum finden, einen Platz finden und in die Welt ausstrahlen, das ist die Aufgabe für die nächsten, fürs nächste Jahr. Ja, wunderbar. Also da freue ich mich auch schon drauf. Also ich hoffe, sind Sie herzlich eingeladen. Ja, vielen Dank. Und bis dahin hoffe ich, dass wir uns auch nochmal persönlich begegnen, entweder in Tübingen, Bremen oder Berlin oder sonst irgendwo auf der schönen weiten Welt. Eine große Freude, mit Ihnen darüber zu sprechen.